Los geht's. Hallo, das ist die erste offizielle Hangout-Session von Ununi TV mit Doro Martin zum Thema Transmedia Storytelling. Genau, und ich wollte die Meta-Moderation Genau. übernehmen Das wollte ich und gerade sagen. wollte das Wort dann an Wolfgang überreichen. Und zwar ist das hier ja die zweite Session und es ist die erste richtig inhaltliche Session. Und das ist das klassische Format. Es ist ein Vortrag, den Doro jetzt halten wird mit anschließender Question- und Answer-Fraktion. Und alles Weitere, also Wolfgang wird die inhaltliche Moderation übernehmen, weil er da viel tiefer im Thema drin steckt als ich. Und überhaupt, genau, weil ich da auch Doro kennt. Und ja, ich bin eigentlich nur für die Klammer zuständig, kann mich jetzt zurücklehnen und euch zuhören. Bitte sehr. Okay, sorry nochmal, danke Anja. Also jetzt nochmal die Begrüßung, hallo Doro. Hallo. Doro wird uns jetzt in den nächsten 25, 30 Minuten ins Thema Transmedia Storytelling einführen. Sie bloggt darüber auf doromartinposteros.com. Links werden dann alle natürlich noch auch an euch weitergegeben. Ist auch unter anderem beim Verlag Das Wilde Dutzend tätig oder auch Mitbegründerin. Und da lebt ihr eigentlich Transmedia Storytelling oder versucht es zumindest. Und ganz wesentlich ist auch, dass du vor wenigen Wochen in Frankfurt auf der Story Drive das Transmedia Manifest mitgeschrieben hast, das auch natürlich online ist und dem man auch zustimmen kann online. Und ich denke, einiges, was da drinnen steht, beziehungsweise die Grundzüge von Transmedia Storytelling, wirst du jetzt erklären in einem kleinen Vortrag mit eben anschließender Fragen und Fragenrunde. Also alles, was über Twitter wiederkommt, Facebook, Google, wird uns Bertram, der auch noch hier oben sitzt und unser Crowd-Vertreter ist, dann auch in diesen Hangout mit reinreichen oder eben am Schluss gesammelt reingeben. Also bitte, Doro, los geht's. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank überhaupt in die Runde. Ich bin, wie schon vorgestellt, Doro Martin, mit Hauptsitz in Berlin im Moment. Wie komme ich zu Transmedia Storytelling? Ich fange jetzt mal an, meinen Screen zu sharen mit meiner Präsentation. Hier sieht man so, ich hoffe, ihr seht das jetzt tatsächlich auch alle. Ist das jetzt zu sehen? Ja. Mein Screen? Ja? genau. Super. Hier sieht man so einige meiner Vorlieben. Das eine sind natürlich ganz klassisch Bücher, aber eben auch Filme und Kunst. Das heißt, es hat sehr viel mit Geschichten zu tun, was mich sehr geprägt hat und wo ich jetzt im Endeffekt auch gelandet bin. Angefangen habe ich eigentlich mal beim Theater als Theaterwissenschaftsstudentin und Theaterpädagogin mit Regie dann auch und so weiter, bin dann über den Umweg Social Media Marketing in der Eventkonzeption gelandet und als ich die Agentur verlassen habe, habe ich dann den Verlag mitbegründet, das Wilde Dutzend eben. Seitdem arbeite ich auch als Freelancer im Bereich Transmedia und Storytelling und ja, da kommt so alles zusammen, was ich in der Ausbildung irgendwann mal mitgenommen habe, mit dem Hauptziel eben Geschichten zu erzählen. Da redet man im Marketing ja immer ganz gerne davon. Man kann Transmedia Storytelling auch für Marketing gebrauchen. Ich würde es heute gerne erstmal als eigene Kunstform vorstellen und damit auch aus diesem Buzzword, Bullshit, Bingo, wie in der Ankündigung, aus diesem Bereich erstmal rausholen. Denn damit Transmedia Storytelling funktioniert, muss in erster Linie die Story gut sein. Ja, Transmedia Storytelling als Kunstform, wie kommt es dazu? Kunst setzt sich ja immer mit Realität auseinander. Das ist auch bei Transmedia so, auch wenn dort die Grenzen zwischen Realität und Fiktion gerne mal verschwimmen. Das ist ein Trend, den wir heute in vielen Kunstformen beobachten können. Wieso Stories, wieso Storytelling? Stories helfen uns dabei, Realität zu begreifen, Realität begreifbar zu machen, indem sie Muster aufdecken, wie das eben auch bildende Kunst mit der Bildsprache tut, sind Geschichten im Prinzip dazu da, lernen über Geschichten, wir lernen über Geschichten, Welt kennen, andere kennen
Und das ist eigentlich die große Faszination, die von Geschichten ausgeht und auch die Kraft, die Geschichten entwickeln können. Wie fügt sich das dann zusammen bei Transmedia Storytelling? Wenn man das Wort jetzt nochmal auseinandernimmt, Stories hatten wir ja gerade schon. Transmedia bedeutet im Prinzip einfach nur, dass man Geschichten über mehrere Plattformen erzählt. Und zwar unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche mediale Plattformen. Und jede dieser Plattformen ihre besondere Stärke in die Geschichte einbringt. Sodass man zum Schluss also ein größeres Ganzes hat, wobei aber idealerweise jede dieser Medien, die man einsetzt, auch für sich stehen kann. Also Transmedia Storytelling, nochmal zusammengefasst, ist Geschichten erzählen über mehrere Plattformen. Im Gegensatz zu Crossmedia, was man ja oft simultan hört, oder Multimedia, wo man also nach der Definition, der ich jetzt folge, ist bei Crossmedia einfach so, dass man eine Geschichte hat, die einfach auf verschiedene Plattformen gestreut wird, und bei Transmedia hat man eine Geschichte, die von Anfang an geplant über mehrere Plattformen erzählt wird. Das heißt, man hat auf jeder Plattform einen eigenen Content, eigenen Inhalte, die dann zu einem größeren Ganzen beitragen. Ja, was für Plattformen stehen einem da zur Verfügung? Es werden immer mehr, dank der rasenden technischen Entwicklung. Die prägenden, die wir so alle kennen, sind natürlich online, Print immer noch. Games spielen eine ganz große Rolle, beziehungsweise auch Game-Mechanismen. Sämtliche Plattformen, die wir im Netz kennen. Der mobile Markt wird immer stärker. Also wie verändert sich auch Weltwahrnehmung, wie verändert sich Geschichten erzählen durch Location. Musik ist natürlich auch eine Möglichkeit, und wenn man das Fernsehen mit hinzubekommt, ist es natürlich immer noch so, dass man einfach einen Massenmarkt hat. Dazu gibt es auch noch ein anderes Bild von einer der Transmedia-Größen, Gary Hayes, ein Australier, der hier, kann ich das noch größer machen? Der hier mal eine Weltkarte, eine Welt-Transmedia-Karte aufgebaut hat, wo man schon eben sieht, okay, was gibt's alles? Er hat hier den Mobile-Markt mit Smartphones, Blogs, Twitter, Wikis und so weiter. Ist was man sich einfach in Ruhe nochmal angucken kann. Ich mache mal mein Handy aus, damit es hier nicht nebenbei noch piepst. Ja, das sind so die Plattformen, die man sich angucken kann, wenn man plant, eine Geschichte transmedial zu erzählen. Wie gesagt, kann man eben heute beobachten, dass Realität und Fiktion immer mehr ineinander gehen, dass Geschichten aus ihrem gewählten Medium irgendwo ausbrechen, dass sie übergreifen, auch in den Alltag, und natürlich mit der mobilen Entwicklung wird dieser Trend immer noch stärker. Frank Rose ist Wired-Autor und hat das Buch The Art of Immersion letztes Jahr, Anfang des Jahres rausgebracht, 2011, also ja, bald letztes Jahr. Immersion bedeutet im Prinzip, dass Geschichten dass man so eine Art Flow-Zustand erreicht, dass man also immersiver reingeholt wird in eine Geschichtenwelt. Und das ist im Prinzip der Effekt, den Transmedia Storytelling erreichen kann und in den meisten Fällen auch erreichen möchte. Ja, für wen ist das Ganze spannend? Ich habe hier ein Bild ausgewählt von einer Menschenmenge, die auf der Gamescon ist. Und netterweise, die meisten lachen auch gerade in die Kamera und winken. Es sind im Prinzip Menschen zwischen wahrscheinlich 15 bis 50, also es sind auch durchaus ältere Generationen da, wenn man 50 dann schon als älter bezeichnen möchte. Also es sind nicht einfach nur die Jugendlichen von heute, die einfach nur noch spielen und oh Gott, sie lesen nicht mehr, was sich ja inzwischen auch eine Studie als falsch herausgestellt hat, Gott sei Dank. Wie auch immer, diese Leute besuchen die Gamescon, und viele von ihnen besuchen sie nicht nur in normalem Outfit, sondern hier haben wir Harry Potter-Fans. Viele von ihnen leben im Prinzip diese Spielwelten, in denen sie sich bewegen. Immer mit dem Ziel allerdings auch, sich tatsächlich live zu begegnen. Das heißt, für wen macht man Transmedia Story,
für wen macht man Transmedia-Projekte? Man macht das für Leute, die mehr wollen von einer Geschichte, als einfach nur sie zu Hause alleine vorm Rechner für sich zu lesen oder vorm Buch oder vorm Fernseher. Man macht es für Leute, die darüber hinausgehend in ja, eine Rolle mehr oder weniger schlüpfen wollen, ihre Fantasie dazu nutzen, eigene Geschichtenwelten, um diese Plattform, die ihnen da geboten wird, aufzubauen. Bei Harry Potter war das sicherlich, das ist sicherlich eins der größten Beispiele. Das hat ja einen wahren Leseboom ausgelöst, aber eben nicht nur das, sondern es hat ganze, ich weiß nicht, Tausende von Jugendlichen dazu gebracht, die Storys weiterzuschreiben. Also der ganze Bereich Fanfiction, der bei Harry Potter, rund um Harry Potter entstand, war ja unglaublich. Da wurden Zeitungen online gegründet, da wurden Charaktere hinzuerfunden, da wurden die Bücher umgeschrieben aus der Sicht von Nebenfiguren, die J.K. Rowling einfach nur zwar immer wieder weitergeführt hatte, aber nicht in den Fokus gerückt hatte. Da wurden Cousinen von Harry erfunden, die dann auf einmal auch an der Schule waren und so weiter. Also was diese Bücher geschaffen haben, war eben eine Plattform, um die Leute selbst auch kreativ sich mit einbringen zu lassen, in Rollen zu schlüpfen, Charaktere hinzuzuerfinden und diese transmediale Welt eigentlich für Rowling aufzubauen, was auch immer sie jetzt mit Pottermore machen wird. Aber eigentlich ist Harry Potter schon längst eine transmediale Welt, Storywelt. Ja, womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen mit dem Spieltrieb. Zusammen spielen macht uns glücklich, durch Spielen lernen wir, wie wir auch durch Geschichten Dinge begreifen, sind im Prinzip Spiele, die einen ähnlichen Mechanismus bei uns auslösen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass uns Spielen genau wie Lernen glücklich macht, weil wenn wir ein nächstes Level erreichen, sozusagen im Gehirn Belohnungshormone ausgeschüttet werden. Und das ist der Grund, weshalb Spielmechanismen so gut funktionieren. Und das ist praktisch eins der Merkmale, die man im Transmedia Storytelling auch einsetzt. Also das Schlagwort Gamification, um jetzt noch ein Buzzword zu gebrauchen, ist auch eng verwandt mit der Kreation von transmedialen Welten. Ja, was natürlich dann aber nach sich zieht, ist die Frage, wem gehört die Geschichte? Entschuldigung. Denn wie bei Harry Potter passiert, die sogenannten Potter Wars kamen auf. J.K. Rowling fand es eine Weile nicht so lustig, dass ihr Urheberrecht da so kreativ ausgelegt wurde und vor allem auch Warner Bros., die Filmvermarktungsfirma, die sich die Rechte am Stoff gesichert hatte, fand das Ganze nicht so lustig und hat dann angefangen, also 14-jährige Mädchen zu verklagen. Das war, alles ging groß durch die Presse und hat ziemlich für ziemlich großen Aufruhr gesorgt und das ist natürlich irgendwo ein Problem, auf das man gefasst sein muss, wenn man Storywelten kreiert. Man muss immer, also eigentlich ist ja das Ziel, dass man eine Plattform schafft, was Leute dazu animiert, selbst kreativ zu werden und zur Story beizutragen. Die Frage nach den Urheberrechten stellt sich dann aber einfach nochmal neu, ist einfach eine andere, die man beachten muss. So, ja, Storywelten, ich rede ja schon die ganze Zeit davon. Storywelten ergeben sich einfach dadurch, dass man hat nicht mehr nur ein Medium, auf dem eine Geschichte erzählt wird, sondern man hat mehrere und diese zusammen ergeben dann ein Story-Universum, eine Storywelt. Mit das komplexeste Beispiel für eine solche Storywelt, beziehungsweise wie man transmedial erzählt, sind die sogenannten Alternate Reality Games. Alternate Reality Games werden seit 2005 auch in Deutschland durchgeführt, unter der Verabredung This is not a game. Im Prinzip tatsächlich, also in den meisten Fällen, die ich vorstelle, sind tatsächlich immer zu Marketingzwecken.
und sie bedeuten, dass man eine alternative Realität etabliert. Ein Spiel, auch mit einem, also mit einem festgelegten Zeitraum, und man holt Spieler, man lädt Leute dazu ein, an diesem Spiel teilzunehmen und zu akzeptieren, dass es diese alternative Realität gibt. Und erzählt dann mithilfe der Mitspieler eine Geschichte, die man zwar vorher in ihren Grundzügen festgelegt hat, wo man aber einfach improvisieren muss, weil es eben zu User-Generated Content kommt. Die berühmtesten Beispiele für Alternate Reality Games neben den allerersten sind zum einen das Alternate Reality Game The Art of the Heist. Das wurde von Audi beauftragt im Jahr 2003. Das habe ich ausgewählt, weil es ausnahmsweise mal nicht für ein Film oder ein Buch und so weiter ist. Ich habe hier unten auch einen Link eingeblendet. Doro, ja. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Darf ich dich kurz unterbrechen? Wie bitte? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Kannst du den, ja. Kannst du den Vollbildmodus mal anmachen in deinem PDF? Das. Ach, den habe ich gar nicht an. Genau, rechts ist, glaube ich, vier Icons weiter rechts. Das müsste das sein. Dann ist es noch ein bisschen größer. Das hier? Ich glaube. Genau. Das ist jetzt der Lesemodus. Ja, das müsste aber sein. Oder Anzeige Vollbild oder so. Aber es ist schon ein bisschen größer auf jeden Fall. Danke. Warte, ich hab's hier. Ah, sehr schön. Genau, dann haben wir das Maximum. Danke. Okay, aber wir gucken uns jetzt eh das Video an. Ist gut. Jetzt sehen wir das Video noch nicht. Kann es sein, dass du nur den Adobe Reader freigegeben hast? Was habe ich? Hast du nur den Adobe Reader eben freigegeben oder den ganzen Bildschirm? Weil wir gerade das Video nicht sehen. Ihr seht das Video nicht? Nee. Okay. Also wenn es drüber liegt, dann löst nochmal die Bildschirmfreigabe und aktiviere sie neu mit dem vollen Bildschirm. Also alles freigeben. Okay. Das heißt, ich muss euch den Desktop freigeben, oder? Genau, bitte. Wir sehen auch nicht viel. So, jetzt aber. Ja? Genau, und auch da ins Vollbild und dann ist prima. Danke. Und ganz laut machen. Passt alles? Ist ein bisschen leise. Du könntest es noch lauter machen, wenn es geht, in deinem Rechner. Was denn? Ich habe dich gerade nicht gehört, leider. Kannst du es noch lauter machen? Man hört es nämlich nicht. Okay, nee, das ist leider so laut, wie mein Computer hergibt. Okay, gut, dann ist so. Oder? Ja. Alles klar. Thank you.
So, seid ihr auch wieder mit mir bei der Präsentation? Bei der Präsentation? Genau, sind wir. Du kannst es jetzt wieder groß machen. Super, ich mache wieder auf. Ja. Beim nächsten Video würde ich dich bitten, dass du den Link mir mal in den Chat kopierst, weil dann mache ich es bei mir auf, dann versteht man was. Okay. Ja, sonst geht ja, also die Links sind auch alle in der Präsentation, das heißt, genau, man kann es dann auch nachgucken. Ja. Auf alle Fälle. Genau, mach mal weiter. Das hier war eins der größten ALGs bislang, das ALG Why So Serious, was 14 Monate bevor The Dark Knight damals in die Kinos kam, startete. Es hieß Why So Serious und drehte sich anfangs in erster Linie um die Figur des Jokers, daher auch dieses Bild. Der Darsteller starb ja dann und dann schwenkte man um und ging noch mehr auf Harvey Dent ein und fuhr also ganze Werbekampagnen für Harvey Dent, beziehungsweise die Leute, die mitspielten, mussten Werbekampagnen für Harvey Dent fahren tatsächlich. Ich möchte, damit danach noch Zeit für Fragen ist, das jetzt einfach überspringen und das Video nicht zeigen, sondern eher noch auf deutsche Beispiele eingehen. Das hier war ein ARG, was von der Agentur VM People realisiert wurde zum Launch des Buchs Das alte Kind von Zoe Beck.
das ARG hieß 66 Letters. In dem Buch kamen diese Briefe eben auch vor, allerdings nur einige, und gemeinsam mit der Autorin entwickelte man dann vorab eine ganze, also im Prinzip all die Briefe, die im Buch vorkommen sollten oder auf die im Buch verwiesen wurde, und erzählte so die Vorgeschichte der Story im Buch. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches ARG und funktionierte im Prinzip via über Briefe, was ziemlich ungewöhnlich ist im Vergleich jetzt zu dem, was wir davor gesehen haben. Es gibt natürlich aber auch ganz klasse und online und digitale Charaktere, die dann auch als Schauspieler auftauchen, Rätsel, die die Leute lösen müssen im Verlauf des Spiels. Ein Beispiel davor ist ein ARG, bei dem ich auch mitgeschrieben habe für VM People. Das war zum Buch Der Regler von Max Landorf, dieses Jahr rausgekommen bei Scherz. Es war eine sehr erfolgreiche Kampagne, war zum Teil, ich glaube, auf Platz 5 oder so der Spiegel-Bestsellerliste. Das wissen die anderen, die hoffentlich zuhören, aber besser als ich wahrscheinlich, wie erfolgreich das Ganze war. Und da schicke ich dir jetzt einfach mal den Link dazu. Das ist die Zusammenfassung der Kampagne. So, kann ich einfach hier im Chat machen, nehme ich an, oder? Genau. Genau. Thriller-Fans sind am 7. Mai 2011 unversehens zu Akteuren eines Alternate Reality Games geworden. In diesem konnten sie die Welt des gerade erschienenen Thrillers Der Regler von Max Landorf hautnah erleben. Die S. Fischer Verlage hatten 4 Wochen lang ein Spiel auf der Grenze zwischen Realität und Fiktion inszeniert. Die Spieler wurden dabei in eine Handlung hineingezogen, die die meisten von ihnen bisher nur aus Hollywood-Filmen kannten. Ach, und was war dein spannendster, dein faszinierendster oder vielleicht auch erschreckendster Moment? Das war der Moment, als ich nach Hause kam und die Morddrohung der russischen Mafia vor der Tür gefunden habe, also das blutige Hemd von Herrn Kessler und die Fotos eben in der Stadt. Bis zur letzten Minute war es spannend, auch mit Herrn Tretjak, da war halt auch immer viel Action. Es war ein interessantes Gefühl. Was zu erleben, was kein anderer um einen rum erlebt. Man taucht in eine andere Welt ein. Man kann die Bücher, die man sonst nur liest, erleben. Alles begann mit einer mysteriösen Postsendung an Berliner, die diese zu einem Pokerabend einlud. Was sie dort und in den Wochen danach schließlich erlebten, werden sie so schnell wohl nicht mehr vergessen. Der Ausgangspunkt für uns, dahin zu gehen für diesen Turnier, war, dass wir in der Post alle eine Einladung bekommen hatten. Das war ein Pokerchip da drin enthalten, so ein Anhänger, den man dort zeigen musste, als Erkennungszeichen, dass man eben eingeladen wurde. Und es macht natürlich schon neugierig, und wenn man so eine liebevolle gestaltete Einladung bekommt, denkt man sich, na gut, Pokerspielen wollte ich schon immer mal lernen, dann gehe ich da mal vorbei und schaue mir das an. Ja, war dann eben so etwas kritisch, als das SEK in der Abend auftauchte. Der Einsatzleiter Herndorf bot ihnen schließlich einen Deal an. Wenn sie als Strohmänner für eine Kofferübergabe einspringen, würde er sie laufen lassen. Diese sollte die Drahtzieher einer russischen Mafia-Organisation endlich dingfest machen. Kamen eben vorbei, hatten selber einen Koffer dabei, wollten gerne den Herrn-Koffer sehen, weil ich das mitbekommen hatte, war da sehr viel Geld drin, und haben dann eben einfach die beiden Koffer getauscht und sind wieder gefahren. Der Herr Erdorf hatte uns auch bereits erwartet, nahm dann den Koffer an sich und konnte es dann überhaupt nicht erwarten, so schnell wie möglich auf und davon sich zu machen. Da sind wir eigentlich im Endeffekt schon stutzig geworden und haben uns gefragt, so kann das so richtig sein? 2 Tage später bekam eine Frau, die den Pokerabend besuchte, ein Video zugeschickt. Vom Handy des dort ebenfalls anwesenden Anton Kessler. Ihr habt genau 10 Tage, um die echten 20 Millionen zu besorgen.
Mach das. Sonst machen die mich ja kaputt. Von nun an überschlugen sich die Ereignisse. Sie waren offensichtlich reingelegt worden und mussten sich einige Fragen stellen. Wer ist Hermdorf wirklich? Was ist in dem mysteriösen Koffer und wie könnten sie aus all dem wieder herauskommen? Wenn Dinge geregelt werden müssen, kommt nur einer in Frage. Gabriel Tretiak, der Regler persönlich. Er konnte ihnen helfen, auf die Spur des falschen Polizisten zu kommen. Doch hier war die Intrige noch lange nicht zu Ende. Alle Spuren führten zum Berliner Energieunternehmer Paul Zeilmann. Dieser hatte sich eine beträchtliche Privatsammlung mit illegaler Kunst zugelegt. Sie präsentieren heute hier die Ausstellung eines japanischen Künstlers. Man hört aber auch gerüchteweise immer sehr viel über Ihre eigene Kunstsammlung. Werden Sie auch diese irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich machen? Ja, also ich weiß nicht, ich habe davon schon gehört, dass in den Zeitungen, Medien steht oft drin, dass ich anscheinend große Schätze im Keller habe, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Und noch was, hast du eigentlich überhaupt keine Ahnung im Entferntesten? Um was für ein Wert es hier eigentlich geht? Ja, ein Wert, den du zusammengeklaut hast, mein Lieber. Ich habe dir nur geholfen, es anzuschaffen. Du besitzt den ganzen Scheiß. Mit Hilfe von Tretiak konnten die Spieler nun außerdem Kessler retten. Sie hatten mit ihm nun also einen Kronzeugen gegen die Russen und konnten sich ganz Zeilmann widmen. Die gegen ihn gefundenen Hinweise über seine Kunstsammlung sowie illegale Machenschaften seines Energiekonzerns waren mehr als ausreichend, um ihn zu Fall zu bringen. Ich habe mich entschieden. Du musst doch aus Tokio dann sehr schnell rein. Ich brauche den Deckel schon unbedingt. So konnten ihm die Spieler schließlich auf einer von ihm organisierten Vernissage das Handwerk legen. Neben der Ausstellung des japanischen Künstlers Toshihiko Mitsuya wurde der Abschlussevent schließlich von einer Lesung aus Der Regler gekrönt. Hier konnten die Anwesenden erfahren, wie es mit Gabriel Tretiak, der Hauptfigur des Buches, weitergeht. Er stand auf, ging die paar Schritte auf dem Landungssteg zu und blieb neben den beiden runden Schildern stehen, die Hände in den Manteltaschen. Für die Spieler gingen spannende Wochen zu Ende. Sie werden demnächst wohl etwas vorsichtiger sein, wenn ihnen eine Einladung ins Haus flattert. Doch solch eine Geschichte kann jedem einmal passieren, wenn er dem Kaninchen zu tief in seinen Bau folgt. So. Okay, ja. Ihr seht auch wieder mein Screen. Super. Genau. Was man hier ganz schön sieht, ist, dass die Seite, wenn man Wer ist der Regler eingibt, ist das die Seite, die man heute sieht. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das ist so ein bisschen Interaktion eben auch im Nachgang. Man hat dieses ALG also nicht einfach beendet und das war's dann, sondern es gibt diese ganz einfache Möglichkeit, dass man dem Regler einen Auftrag geben kann. Also das heißt, Leute, die das Buch gelesen haben oder einfach im Prinzip jeder, kann eintragen, was er sich wünscht, dass der Regler für ihn regeln soll. Und der letzte Eintrag, was ich heute gefunden habe, war vom 21. November. Also das heißt, es wird auch immer noch, dreiviertel Jahr nachdem das Buch rauskam, wird es immer noch genutzt. Das ist also eine sehr simple Methode, aber eine sehr effektive, um so ein Alternate Reality Game auch nachhaltiger zu machen. Eine andere Möglichkeit, auch von VM People, auch für ein Buch, war, dass man das Material, was sehr videolastig war, was während des Alternate Reality Games produziert wurde, für ein Enhanced E-Book genutzt hat. Das war Cargo von Tom Knox. So. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Da der Link ist online, könnt ihr einfach nachher gucken. Es geht ja nicht immer nur wirklich ein richtiges ARG mit Mordsaufwand. Das hier ist eine sehr viel, ich nenne es mal eine Lese-Experience. Das war jetzt das Letzte, was VM People gemacht hat für den Ink Egmont Verlag. Finding Becker zu einem Buch von Elizabeth George,
dessen Name ich jetzt glatt vergessen habe, aber auf der Seite findet man da alle Infos zu. Wichtiger Bestandteil von Alternate Reality Games sind digitale Charaktere. Da hat Marcus Brown auf der Start 11 einen sehr coolen Vortrag gehalten. Er hat unter anderem den Charakter von Jack the Twitter erfunden, Jack the T auf Twitter. Und der geistert also durch London und stalkt Leute, die sich da via Foursquare eingeloggt haben. Eins der wichtigen Sachen, wenn man einen digitalen Charakter erschafft, ist, die müssen Dinge machen, also die müssen wirklich Sachen erleben, und das ist was man anhand von Check the Twitter wirklich optimal nachvollziehen kann. Mit digitalen Charakteren arbeiten wir im Prinzip auch beim Wilden Dutzend, eine ARG, wie man vielleicht ja gesehen hat, nicht nur bei Audi, sondern jetzt auch bei der Regler, sprengt unser Budget noch sehr. Wir haben den Charakter von Adele, die war Mitglied der Loge, die sich hinter dem Wilden Dutzend verbirgt, und die ist gerade in Berlin unterwegs, also auf der fiktiven Ebene in Berlin des Jahres 1900 unterwegs, auf der Suche nach Spuren, was mit dem verschwundenen Autor des ersten Buchs von Das Wilde Dutzend passiert ist. Das heißt, sie ist also digital in Berlin unterwegs, sie hat dazu aber auch schon eine Ausstellung gestaltet, es gibt eine interaktive Google Map mit ihr und regelmäßige Veranstaltungen tatsächlich, Pen-and-Paper-Abende, wo Leute dann die Geschichte wirklich mitentwickeln, rund um Adele im Jahr 1900 in Berlin. So, genau. Digitale Charaktere müssen aktiv sein. So, und ich dachte jetzt als Abschluss, um wirklich vielleicht auch noch in den Fragen-Part zu kommen, gehe ich noch ein bisschen auf das Transmedia-Manifest ein. Ihr seht schon, wir waren insgesamt 8 Autoren, die das Ganze entwickelt haben. Das Ganze ging aus von der Buchmesse selbst, die für die Story Drive ein Team gesucht haben. Die Idee wurde zusammen mit New Thinking Communications entwickelt. Und wir wurden dann ausgewählt, hatten alle sehr unterschiedliche Hintergründe. Also von Autoren bis Spieleentwickler, über ARG-Experte, Comiczeichner, Bloggerin, Reporterin, war irgendwie alles dabei. Und wir haben uns also hingesetzt und hatten die Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen, wie denn die Zukunft des Geschichtenerzählens aussehen könnte. Ja, und das sind im Prinzip die Thesen, die wir uns ausgedacht haben. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Website und kann auch vielleicht den Link gleich nochmal reingeben. Das ist im Prinzip einfach nur transmedia-manifest.com. Und wir glauben eben, was ich auch schon so ein bisschen herausgearbeitet habe, jetzt im Vortrag bisher, dass Realität und Fiktion ineinander übergehen und dass diese Grenzen fließend werden. Das wäre praktisch die These 1, Claiming Reality. These 2 besagt einfach nur, um Leute in die Geschichte reinzuholen, braucht man unterschiedlichste Eingangspunkte, und das ist jetzt ein neuer Begriff, den wir geprägt haben, nämlich der Begriff des Experiences, weil eben nicht mehr klar ist, inwiefern Leute in eine Geschichte kommen. Also sie sind nicht mehr einfach nur Leser oder Spieler oder Zuschauer, sondern sie erleben was. Das ist eigentlich das, was all dieses Konsumverhalten verbindet und eben darüber auch hinausgehen kann. Entschuldigung. Mit diesen Rabbit Holes findet man dann Eingang in ein Story-Universe. Das heißt, es gibt nicht nur eine Storyline, die man verfolgen kann, sondern es gibt auch mehrere. Ja, und wie schon angekündigt, ein Experiencer ist nicht mehr einfach nur ein Konsument oder muss nicht einfach nur ein Konsument sein, sondern Storywelten leben davon, dass sie auch interaktiv funktionieren. Das heißt, sie leben davon, dass die Leute, die daran teilhaben, sich untereinander austauschen und auch versuchen, mit den fiktionalen Charakteren sich auszutauschen. Das führt dann wieder dazu, dass man, wenn man das möchte, als
als Erschaffer dieser Welt User-Generated Content einbauen kann. Und das eben auch über mehrere Plattformen, ob in Real Life, ob auf der Online-Plattform. Da sind wir dann eben beim Transmedialen. Eine mögliche Form, die man einbauen kann, ist das Location-Based Storytelling, was in den nächsten Jahren bestimmt noch stärker wachsen wird, weil sich einfach mobile Smartphones immer weiter durchsetzen. Ah, jetzt lässt gleich meine Stimme nach. Zu dieser 8, Lean Back, Lean Forward, ist zu sagen, dass natürlich nicht alle Leute, die an so einer Story-Welt teilhaben, die Zeit haben, sich voll und ganz mit Haut und Haar dem Ganzen zu verschreiben. Das heißt, man muss immer gucken, dass man einen Modus hat, in dem es möglich ist, dass man einfach nur 5 Minuten am Tag kurz rezipiert, was ist da passiert. Aber eben auch für die Leute, die wirklich hardcore einsteigen, Rätsel hat, genug Stoff praktisch, damit sie dranbleiben. Mögliche Konsequenz des transmedialen Storytellings, was eben auch bedeutet, dass man nicht einfach nur mehr linear erzählt, ist, dass eine Geschichte unendlich werden kann. Das ist aber nicht zwingend, das ist einfach nur eine Möglichkeit, die man hat. Genauso wie das Geschäftsmodell sich auf Multi-Payment berufen kann. Also durch diese unterschiedlichen Eingangspunkte, die man hat, hat man natürlich die Möglichkeit, die Leute mit Micro-Multi-Payment abzuholen. Man kann aber natürlich auch Abo-Modelle sich ausdenken. Also Hintergedanke ist, es darf die Leute nicht wehtun, aber es gibt ein Premium-Modell, also aufbauen auf dem Premium-Modell, kann es Premium-Modelle geben und wenn ich total drin bin, dann zahle ich halt die 2 €. Ja, und absolut grundlegende Voraussetzung ist Kollaboration. Transmedia Storytelling basiert auf so vielen unterschiedlichen Fähigkeiten, die man mit einbringen muss, dass es eigentlich zwingend notwendig ist, dass man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, die diese Qualifikation mitbringen. Genau, das wäre soweit das Transmedia Manifest. Unter Manifest verstehen wir eben nicht, dass es zwingende Regeln sind, an die sich alle halten müssen, sondern das waren einfach Erfahrungen, die wir jetzt auch während der Arbeit tatsächlich gemacht haben, von denen wir denken, dass die gute Grundlagen sind, aber kreativ handhabbar. Genau. So viel zum Transmedia Manifest. Gibt's Fragen? Perfekt. Wie du schon siehst, haben wir uns ja schon fast alle wieder auch per Video eingeklinkt. Tatsächlich gibt es Fragen. Wir wollen jetzt noch 1 oder 2 Fragen stellen. Dann sind wir aber auch schon wieder am Ende unserer Session. Sehr spannend, Doro, auch wenn es beim ersten Video vielleicht mit dem Ton nicht so geklappt hat, aber wir haben das ja gelöst. Live gelöst. Die PDFs bzw. die Slideshare wird im Anschluss wird Doro im Anschluss auf Slideshare eben hochladen. Wir werden den Link dann für euch bereitstellen. Jetzt noch eine Frage und zwar Droid Boy fragt mich auf Google Plus. Transmedia heißt also so eine Art Rollenspiel 2.0. Kannst du das noch irgendwie kurz näher erläutern? Rollenspiel 2.0. Also insofern, als es diese Verabredung gibt, dass man eben eine Spielebene hat, was man ja beim Rollenspiel auch eingeht, ja, unbedingt. Ich kenne Rollenspiele jetzt halt eher entweder als Pen and Paper oder als Live-Rollenspiel, wo man eben einen Storybogen, wo alle einen Storybogen vorher haben. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Bei Transmedia, also bei Alternate Reality Games ist die Spieler wissen nicht genau, worauf sie sich einlassen. Also es ist wirklich so dieses Moment von, okay, ich werde in dieses Casino eingeladen und dann kommt da tatsächlich die Polizei rein. Und da weiß ich dann in dem Moment nicht, sind die jetzt echt oder nicht, sie schauen verdammt echt aus. Und das ist, also weiß ich nicht, ob man das wirklich so 1:1 sagen kann. Und inwieweit auch bei Rollenspiel Medienwechsel stattfinden. Ja, also würde ich da noch eine Frage zu stellen, dass, was mich interessiert an Transmedia, gibt es ja sehr viele Medienwechsel. Ja. Wie, also
Schafft man das irgendwie, dass man da viele Leute quasi dazu animiert, die Medien zu wechseln? Weil normalerweise ist es ja irgendwie immer relativ schwierig, wenn ich sage, irgendwie auf einem Plakat schalte jetzt den Fernseher ein oder so. Also wie kriegt man das hin, dass die Leute verschiedene Medien nutzen und eine Geschichte über verschiedene Medien machen? Das hängt ein bisschen mit diesem Lean Back, Lean Forward Modus zusammen. Das heißt, du musst eigentlich eine Option bieten, wo Leute, die einen Medienwechsel nicht mitmachen wollen, dann trotzdem wieder reinkommen, beziehungsweise die Story einfach trotzdem mitverfolgen können. Ansonsten gilt es wirklich, die Story so interessant zu machen, dass die Leute einfach mitspringen. Also so, das Wichtigste ist einfach die Story. Wie bitte? Eine gute Story zieht die Leute. Ja. Also das ist einfach die Hauptsache, genau. Was ich noch eine andere Frage dazu, wie schafft man es, dass die Leute sich dann quasi nicht aus der Spielebene rausnehmen, also dass sie quasi sagen, ich bleibe im Spiel und ich akzeptiere die Rahmenbedingungen des Spiels und eben, was weiß ich, ich bin dann das eben ist tatsächlich was, wo die Community, also es gibt einfach, die organisiert sich darum selbst, das ist ein Aspekt, auf den ich nicht wirklich eingegangen bin. Also das Faszinierende an Alternate Reality Games ist im Prinzip, da gibt es eine Community von Spielern, die schon erfahren sind und die Neuankömmlinge sozusagen erziehen. Also es gibt zu jedem ARG im Prinzip ein Wiki, was die Community selbst aufsetzt. Die unterhalten sich in einem Forum darüber, was sie für Inhalte bekommen haben, wie sie Rätsel lösen können und so weiter. Und das ist eigentlich sehr faszinierend, dass man ab und zu immer mal wieder zu beobachten, wenn man halt als Puppet Master, so heißen die Leute hinter den Kulissen, gucken muss, in welche Richtung die Leute jetzt gerade rennen und wo man vielleicht gegensteuern muss, damit sie halt doch zu dem Ende kommt, die Geschichte, die man irgendwie vorgesehen hat oder die sie auch haben muss. So. Also das ist tatsächlich Selbstregulierung der Gruppe. Also man sieht, danke Doro, also man sieht, dass da noch einiges, dass da noch ein Klärungsbedarf offensichtlich besteht, nicht nur bei uns, sondern ich glaube auch bei vielen anderen. Also vielleicht ergibt sich ja da eine Folgesession, ein Folgehangout über Ununi TV. Also gerne kannst du da was anlegen, beziehungsweise auch andere Leute natürlich das initiieren. Insofern möchte ich jetzt mich bedanken bei dir, Doro, war sehr spannend. Wie gesagt, die Slides finden wir später. Anja möchte jetzt auch noch kurz etwas sagen und dann sind wir auch schon wieder weg. Ja, danke auch schon mal von mir und ich bin jetzt auch noch auf Google Plus online. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne noch direkt an mich stellen. Danke. Anja, du musst dich laut machen. Dann nutze ich die Zeit und sag auch danke. Dankeschön. Ja, jetzt bin ich wieder online. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Doro. Du bist nicht nur auf Google Plus, sondern auch auf Twitter zu erreichen und auch dort kann man dir bestimmt die eine oder andere Frage stellen. Doro Martin ist, glaube ich, dein Twitter-Name. Ja, ganz genau. Super. Es wird sich bestimmt irgendwann nochmal die Gelegenheit bieten. Ich habe auch schon eine Idee für eine Folgesession. Die Leute sammle ich gerade im Hintergrund ein. Es hat sich auch im Hintergrund, werden schon die ersten Sessions geplant. Also insofern bin ich ganz froh, dass auch andere außer uns bereits darüber nachdenken, hier Sessions einzustellen. Das ist, wie gesagt, nur diese Kick-Off-Veranstaltungsreihe ist nur eine Initialzündung für diese potenziell lebenslange Unkonferenz. Sie soll so lange laufen, wie Sessions angeboten werden. Erst in dem Moment, wenn kein Mensch mehr Sessions hier anbietet über diese Plattform, stirbt diese Plattform. Insofern kann ich nur dazu ermuntern, einfach Sessions einstellen, auch wenn man noch keinen Termin hat, auch wenn einem noch Experten fehlen, einfach einstellen als Wunschkonzert oder wie auch immer die Session planen und dann finden sich bestimmt die Leute, die man braucht, um die durchzuführen. Dazu möchte ich alle einladen und morgen machen wir weiter hier mit zwei Demonstrationen und zwar wieder um 19 Uhr. Ich muss selber jetzt wieder schauen, was wir vorhaben. Ach genau, Bertram wird mit Daniel Fiene diskutieren über Ad-Hoc-Communities, es wird so eine Art Interview-Konzept sein und im Anschluss wird Wolfgang wieder die Abendsession machen mit einigen zu einer Kaminrunde, hat er eingeladen,
und sie werden ein Jahr Crowdfunding-Plattformen reflektieren. Und ja, das war ja auch so ein Buzzword dieses Jahres. Also wir können auch langsam so eine Social-Media-Buzzword-Liste, glaube ich, hier anfangen zu führen. Okay, hab Dank euch hier im Hangout, allen, die hier waren, allen, die am Livestream waren, auch wenn es noch nicht im Fullscreen funktioniert. Wir arbeiten daran, dass wir die Qualität langsam, aber sicher verbessern. Schönen Abend allerseits. Und wir können ja weiter über die asynchronen Kanäle miteinander kommunizieren. Macht's gut. Bis dahin. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.